Und bitte! Hallo, hier ist Fritz. Ich zeige euch heute etwas ganz Besonderes. Ich nehme euch mit zu den Dreharbeiten der Löwenzahn-Folge Blindsein. Ein spannendes Thema, denn wie finden sich Blinde eigentlich zurecht? Gar nicht so einfach, sich das vorzustellen. Schaut euch mal an, worum es in der Folge geht und was wir über blinde Menschen erfahren haben. Das Besondere an der Figur Selina ist ihre Leidenschaft für Musik. Und natürlich ein kleines Handicap dadurch, dass sie blind ist und es ein bisschen schwieriger ist. Aber ich glaube, ihre Leidenschaft ist die Musik und dafür tut sie alles, dass sie das sozusagen leben kann, dass sie an der Schule angenommen wird und so weiter. Das finde ich das Spannende. Also ich habe natürlich zuerst das Drehbuch gelesen und mit dem Regisseur, unserem Patrick, besprochen. Und dann habe ich ein bisschen Cello geübt. Und was die wichtigste Vorbereitung war, natürlich auf das Blindsein, auf das Blindspielen. Und da habe ich mich mit dem Felix und der Sophie, zwei Blinde, getroffen. Und wir haben einfach uns unterhalten. Sie haben mir zum Beispiel gezeigt, wie ich mit dem Blindenstock umgehen kann. Oder ich konnte einfach alle Fragen stellen, die ich so habe zum Thema Blindsein, wie ich mich verhalte, in welchen Situationen. Alle Hinweisschilder sind hier etwas erhöht, sodass Blinde sie erfüllen können. Probier es mal. Tatsächlich. Man kann sie mit den Fingern lesen. Felix und Sophie haben mir viele Geschichten erzählt, die man so erlebt, wenn man blind ist. Oder was, wie andere Menschen einem so begegnen. Und es war... darüber habe ich noch nie nachgedacht. Irgendwie. Also zum Beispiel eine Geschichte war, dass sie oft, wenn sie an der Ampel stehen oder an der Straße einfach generell, oft kommen einfach Leute und führen sie einfach so über die Straße, wo sie da gar nicht lang wollen und fragen gar nicht nach und fassen einfach an und bringen sie rüber. Und das sind irgendwie so, ja, crazy, dass das passiert. Also, und dann steht man natürlich irgendwo da und wo man gar nicht hin wollte. Also es gibt viele kleine irgendwie Schwierigkeiten, die man so hat, über die man nie nachdenkt, wenn man nicht blind ist. Was ich vor allem interessant finde, ist, dass sehende Menschen sich einfach nicht vorstellen können, dass blinde Menschen nicht sehen. Für uns ist nichts schwarz, aber blinde Menschen sehen einfach wirklich nichts. Und dazu hatte ich auch mal ein kleines Experiment, hat mir mal jemand gezeigt. Wenn ich jetzt mein rechtes Auge zumache und ich überlege mir, was sehe ich auf dem rechten Auge, dann sehe ich auf dem rechten Auge nicht schwarz oder irgendwas, sondern ich sehe nichts. Fritz macht einmal, versucht er auch rauszufinden, wie es ist, wenn man blind ist, macht sich einen Schal vor die Augen und dann haben wir halt einen Schal vor die Kamera gemacht und halt nichts gesehen. Aber so ist es halt, wenn man blind ist, dann sieht man halt nichts. Ich bind mir jetzt erstmal die Augen zu und dann kochen wir zusammen. Ich will doch mal sehen, wie das ist, wenn man gar nichts sieht. Boah, das ist schon mal dunkel. So, jetzt habe ich schon fast die Orientierung verloren. Nichts passiert, nichts passiert. Ja, das haben wir ganz konkret genauso gemacht. Ich habe mir die Augen verbunden und dann ist die Orientierungslosigkeit sehr schnell gegeben. Und wir haben also ohne Netz und doppelten Boden gearbeitet. Und so, wie ihr die Szene nachher seht, so haben wir sie auch gedreht. Nur ein paar Mal hintereinander eben. So. Haben wir doch alles geschafft. Hallo.